Seine Verpflichtung war schon länger bekannt, doch heute konnte der VfL Gummersbach seinen neuen Trainer präsentieren. Gudjon Valur Sigurdsson wird in der kommenden Saison das Traineramt beim VfL bekleiden. Geschäftsführer Christoph Schindler und der neue Trainer Gudjon Valur Sigurdsson standen den Medien heute Rede und Antwort. Dabei gaben sie auch ein klares Ziel aus. Der VfL will zurück in die Bundesliga. Gogi, wie kam es so schnell zur... Endlich bist du fertig. Erstmal vielen Dank, dass so viele gekommen seid. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Der Kontakt kam über meinen Berater, ob ich mich vorstellen könnte, Trainer zu werden, als wir uns unterhalten haben, ob ich weiterspielen werde oder nicht. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich mich nicht so richtig mit der Idee am Anfang anfreunden können, weil ich dachte, ich würde noch ein bisschen spielen. Aber als Corona so eingetreten ist, wie es tatsächlich gekommen ist, dann habe ich schon gedacht, dass es ein guter ein guter Schritt sein könnte, weil ich habe schon jahrelang mein Ziel war es immer, Trainer zu werden. Und dann, als ich darüber nachgedacht habe, wieder zurück nach Gummersbach zu kommen und Trainer zu werden, dann habe ich, oder als ich mehr und mehr mich damit befasst habe, dann habe ich auch gesehen, dass es für mich der richtige Schritt ist, und ich hoffe auch, dass ich dem VfL so gut helfen kann wie möglich, und dass wir auch eine erfolgreiche Zukunft zusammen haben werden. Wie definierst du erfolgreich? Was sind deine sportlichen Ziele mit dem VfL? Erfolgreich ist natürlich, dass man so viele Punkte wie möglich sammelt, und in diesem Moment oder in der Situation, die wir uns befinden, ist es ganz klar unser Ziel, aufzusteigen. Aber erfolgreich bedeutet auch für mich, Spaß am Handball zu haben, schönen Handball zu spielen, Publikum, Leute, die ganze Stadt zu begeistern und mitzureißen, so dass es gehören viele verschiedene Dinge dazu, aber in erster Linie für mich gehört der VfL Gummersbach in die erste Liga, und daran gilt es auch zu arbeiten. Gogi hat schon gesagt, eigentlich kam das über Gogis Berater, den ich schon seit Jahren kenne, der früher auch mein Berater war und zu dem ich ein sehr freundschaftliches Verhältnis habe, und wir haben über verschiedene Dinge gesprochen, und unter anderem hat er dann irgendwann erwähnt, dass Gogis Vertrag als Spieler ausläuft, und wir sind dann eigentlich beide mehr oder weniger auf die Idee gekommen, dass es doch gut wäre, ihn zu fragen, ob er nicht Trainer werden möchte. Ich hatte ja damals schon gesagt, welche Anforderungen wir an einen neuen Trainer stellen, und als wir das so durchgegangen sind, hat es eigentlich wie die Faust aufs Auge gepasst. Zu dem Zeitpunkt bin ich nicht wirklich davon ausgegangen, dass das funktioniert, aber wir sind dann gemeinsam nach Paris gefahren, haben dann ein längeres Gespräch gehabt, und Gogi und ich haben dann eigentlich regelmäßig telefoniert, und so ist nicht nur bei ihm die Idee gereift, sondern auch ich war ja immer überzeugter davon, dass er der richtige Trainer für den VfL ist, und bin wirklich froh, dass das am Ende dann auch so geklappt hat. Ja gut, also die Spieler, die wir schon verpflichtet haben, sind natürlich bekannt, also allen voran Raul Santos und Tim Schneider, die natürlich als Bundesliga erfahrene Spieler hierher gekommen sind und natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen sollen und mit Sicherheit auch werden. Und darüber hinaus haben wir natürlich gesagt, dass wir die eigene Akademie natürlich weiter stärken wollen und dann auch den Bereich der Anschlussförderung stärken wollen. Und von daher war es auch eine logische Konsequenz, die beiden besten Spieler ihres Jahrgangs mit Julius Fanger und Mathis Heseler dann auch mit einem Bundesliga-Vertrag auszustatten. Inwiefern sie dann zum Einsatz kommen, das hängt natürlich auch davon ab, wie sie sich auch zeigen und wie die Einschätzung von Gogi und von den Trainern ist. Aber diesen Schritt haben sie sich auf jeden Fall verdient, und mit Diogo Valerio kommt natürlich auch ein junger Spieler aus dem Ausland hierher, der ein sehr, sehr großes Talent ist, dem man halt aber auch die Zeit geben muss, dem man halt einem Spieler in dem Alter geben muss. Darüber hinaus, unabhängig vom Kader, war es für uns sehr, sehr wichtig, sage ich mal, das Team hinter dem Team zu stärken. Ich hatte das in einem Interview auch schon gesagt.
hinter jedem starken Spieler steckt ein starkes Team und wir haben halt nicht nur Gogi als Cheftrainer dazu geholt, sondern auch mit Arne einen Co-Trainer geholt aus Berlin, der bis jetzt die U23-Mannschaft der Füchse trainiert hat und der mit Sicherheit ein sehr, sehr gutes Duo mit Gogi bilden wird und vor allen Dingen in dem Bereich analytische Fähigkeiten natürlich herausragend ist und auch im Bereich Anschlussförderung für die Akademie eine wichtige Rolle spielen wird. Daneben haben wir einen neuen Athletiktrainer und insgesamt mit dem Gesundheitszentrum Osteopath aus Gummersbach auch noch zusätzlich jemand dazugenommen und das nicht, weil wir auf einmal in Geld schwimmen, sondern weil das viele Leute sind, die einfach Lust haben auf diese Sache und das teilweise ehrenamtlich machen. Und dieses Team hinter dem Team war uns halt wichtig, weil wir gesagt haben, wir wollen nachhaltig den sportlichen Bereich stärken und das Ziel bleibt natürlich trotzdem, den Verein weiter zu konsolidieren. Das heißt, wir werden auch in dieser Saison Personalkosten einsparen, unabhängig von Corona, und haben natürlich trotzdem das sportliche Ziel aufzusteigen. Das ist überhaupt keine Frage. Nicht, weil ich Gogi und sein Team unter Druck setzen möchte, sondern weil ein Verein wie der VfL natürlich diesen Anspruch haben muss. Wobei wir natürlich wissen, dass auch mit Blick auf andere Vereine das alles andere als ein Selbstläufer ist, sondern unabhängig von Corona eine sehr, sehr schwere Saison werden wird. Trotzdem sollten wir alle dieses Ziel haben, die Spieler an erster Stelle. Und deswegen ist das Ziel eigentlich relativ einfach, mit weniger finanziellen Mitteln noch mehr sportlichen Erfolg zu haben. Wir haben seit 3,5 Monaten keinen Handball-Wettkampf mehr. Die HBL hat zuletzt angekündigt, im Oktober wieder starten zu wollen. Wie geht der VfL Gummersbach damit um? Wie ist der Status quo in Corona-Zeiten? Kann man sagen, wann wieder unter Profibedingungen wirklich trainiert werden kann? Und wann geht ihr davon aus, dass hier, ob ohne, mit wenigen, mit vielen Zuschauern wieder Handball-Wettkampf, Handball-Bundesliga stattfinden kann? Ja, trainiert werden kann prinzipiell. Unter gewissen Auflagen ist das natürlich möglich. Für uns war natürlich unglaublich wichtig zu wissen, wann wird wieder gespielt, um davon halt auch zurückzurechnen, weil es natürlich keinen Sinn macht, irgendwo 6 Monate einfach nur zu trainieren. Deswegen war die Entscheidung letzte Woche der Handball-Bundesliga mit dem Saisonstart am 2. Oktober in Lübecke-Schwartau natürlich unglaublich wichtig für uns. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die Bedingungen immer noch nicht ganz klar sind. Wir gehen davon aus, dass es natürlich mit zumindest eingeschränkter Zuschauerzahl möglich ist, hier zu spielen. Für uns sind eigentlich 2 Dinge wichtig. Das erste ist, dass man irgendwo eine genauere Definition der Großveranstaltung bekommt. Ursprünglich war es der 31. August mit 1000 Veranstaltungen. Zwischendurch gab es in Berlin mal die Meldung, dass nicht mehr als 5000 Zuschauer zu einer Großveranstaltung kommen letzte Woche. Die Verlängerung bis zum 31. Oktober. Ich glaube, das Ganze läuft bis heute Mitternacht und dann kann es wieder neue Entscheidungen geben, soweit ich weiß. Und da würde es uns natürlich helfen, wenn die Definitionen etwas klarer wären. Das Zweite ist natürlich, dass wir an einem Hygienekonzept arbeiten, aber nicht nur wir, sondern die ganze Handball-Bundesliga, ein zentralisiertes Konzept, was dann vorsieht, dass dann halt auch Zuschauer in die Halle dürfen. Wie viel das am Ende dann wirklich sind, entscheiden schlussendlich die lokalen zuständigen Behörden und mit denen müssen wir dann irgendwann in den Dialog gehen. Natürlich alles vorbehaltlich der Entwicklung der Corona-Krise. Hat letzte Woche gesehen, dass eigentlich von einem auf den anderen Tag die Dinge auch schon wieder ganz anders aussehen können. Und von daher haben wir die Hoffnung, am 2. Oktoberwochenende hier zu spielen. Wie viele Zuschauer müssen wir schauen? Meine persönliche Meinung ist aber auch ganz klar. Es ist wichtig, natürlich weiter zu schützen, aber insgesamt geht es natürlich auch immer um die Nachverfolgung der Infektionskette. Und ich glaube, es gibt keine sichere Variante als eine Sportveranstaltung mit personalisierten Eintrittskarten, wo man weiß, wer wo sitzt. Wir haben hier eine relativ große Halle für die zweite Liga mit verschiedenen Ein- und Ausgängen. Also ich glaube, dass es da schon Möglichkeiten gibt, wie wir zumindest glaubhaft versichern können. Weil versichern vielleicht das falsche Wort ist, dass wir zumindest gewisse Standards einhalten.
Wie sieht es denn aktuell finanziell aus? Wie ist da die Lage? Es ist viel drüber gesprochen und geschrieben worden. Gerade die Mannschaftssportarten, die Profisportarten hinter dem Fußball. Ihr seid da IG in einer IG Mitglied, IG Mannschaftssport, wo Volleyballer, Basketballer, Eishockey-Mannschaften mit dabei sind. Wie plant man da insgesamt? Wie kann man überhaupt planen? Wie ist da der Stand der Dinge? Ja, Planen ist unglaublich schwierig, das muss man sagen. Also wir sind froh, dass wir die Saison 19-20 finanziell abgeschlossen haben. Ich habe schon mehrfach gesagt, aber auch an der Stelle nochmal ein wirklich großes Dankeschön an alle Dauerkarteninhaber, Sponsoren, die wirklich fast ausnahmslos auf Regressansprüche verzichtet haben. Für die neue Saison ist es natürlich so, dass wir viele Fragen einfach noch nicht beantworten können, wie man es ja gerade gemerkt hat. Und das ist natürlich im Hinblick auf Ticketverkauf und auf Sponsoring nicht unbedingt optimal. Gleichzeitig sind wir halt aber auf diese Einnahmen angewiesen. Das Geschäftsmodell VfL Gummersbach basiert natürlich auf der Einnahmenseite auf Ticketeinnahmen und auf Sponsoring-Einnahmen. Und wenn keine Spiele stattfinden und Leute nicht in die Halle dürfen und dort Werbeleistungen nicht stattfinden, dann gibt es logischerweise keine Rechtfertigung. Und deswegen ist das für uns eine ziemlich schwierige Situation. Jetzt hört man natürlich immer von staatlichen Förderungen oder Krediten. Man muss ja ganz klar sagen, gerade das Thema Kredite ist halt eine sehr, sehr schwierige Sache. Wir sind zwar in den Vereinsfarben blau-weiß, aber sind dann halt doch nicht Fußball. Deswegen ist es bei uns ein bisschen schwieriger. Ganz konkret heißt das, dass wir aufgrund der Vergangenheit einfach nicht kreditwürdig sind im Moment, auch wenn wir im letzten Jahr über 3 Millionen Euro Schulden abgebaut haben. Das ist leider so und das macht die Sache für uns etwas schwieriger. Deswegen haben wir uns natürlich zusammengestanden im Land NRW mit der IG Teamsport NRW, wo außerdem Fußball alle Profivereine vertreten sind und wo wir natürlich versuchen, bei der Landesregierung dazu plädieren, dass wir da irgendwo Unterstützung bekommen. Gleichzeitig sind wir natürlich auch, wie es immer propagiert wird, großes Aushängeschild der Stadt Gummersbach, des Oberbergischen Kreises. Und da sind wir natürlich auch in Kontakt. Und insgesamt hoffe ich dann natürlich einfach auf die Unterstützung der Politik, so wie es in Berlin gerade beispielhaft funktioniert. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten ist es natürlich so, dass wir, wie ich es vorhin schon gesagt habe, unsere Einnahmequellen haben und einfach darauf angewiesen sind, dass die Leute Dauerkarten kaufen und dass die Leute Sponsorings abschließen für eine Saison, die große Überschrift hat, Wiederaufstieg, erste Liga. Das ist für uns halt ganz, ganz wichtig. Frage an Gudrun Wallo-Sigurdsson, wie seine Spielphilosophie denn aussieht. Kurzes Antwort oder langes? Kurze ist, viele Tore schießen, wenig kassieren. Aber natürlich, der Handball, der mir meistens Spaß gemacht hat, ist schnelles Handball. Das ist mit einer guten Abwehr und dann mit schnellen, guten, organisierten Gegenstößen zu spielen. Aber wir werden natürlich für jedes Spiel mein Co-Trainer Arnel Mahmoud Efendic und ich, wir werden für jeden Spiel einen Plan aufbauen und gewisse Taktiken vorgeben. Aber grundsätzlich ist es, will man natürlich keinen langsamen Handball spielen und ich würde es lieber ein bisschen schneller haben, aber es muss natürlich auch sicher gehen. Aber es gilt auch, wie ich vorhin gesagt habe, Leute mitzureißen, Leute zu begeistern. Und das geht eben am meisten mit oder am einfachsten mit einfachen Toren und etwas schnelleren Spiel. Aber wir müssen natürlich auch sehen, wie die Jungs jetzt kommen nach den 3-4 Monaten, wo die alleine trainiert haben oder Pause gehabt haben, was wir denen so zumuten können am Anfang. Aber ich würde sagen, oder ich hoffe, dass die Leute Spaß haben werden, uns zuzuschauen.